Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Mietpreisbremse war der Wahlkampfhit der Bundes-SPD 2013. Ein Jahr später wurde sie dann beschlossen, und DIE LINKE hat schon seinerzeit prophezeit, dass sie nicht funktionieren wird. Zahlreiche Ausnahmen und Konstruktionsfehler machen sie zu einem reinen Symbol. Nun wissen wir, sie wirkt tatsächlich nicht und können uns nicht darüber freuen, dass wir recht haben. Die angebotenen Miethöhen in Berlin überschreiten bei 40 bis 100% der Fälle, je nach Erhebungsmethode, die Grenzen der Mietpreisbremse. Das geht aus einer Studie des Berliner Mietervereins hervor. Das DIW bestätigt diese Aussagen. So fließen überhöhte, mutmaßlich gesetzwidrige Miethöhen in die Mietspiegelerhebung ein und sorgen für weiteren Preisauftrieb. Der Senat weiß nichts, auch nicht darüber, ob und wie oft es zivilrechtliche Rügen gibt. Das Gesetz sieht nämlich keine öffentlich-rechtliche Kontrolle vor. Die Mietpreisbremse in ihrer jetzigen Form ist eine Fehlkonstruktion. Das Gesetz hat zu viele Ausnahmen. Überhöhte Vormieten zum Beispiel sind geschützt. Na toll, das ist eine Einladung zum Mogeln und bevorzugt gierige Vermieter. Für Wohnungen in Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet werden, gilt die Mietpreisbremse gar nicht. Zugunsten der Vermieter wird die Modernisierung ausgelegt. Auch für die erste Vermietung einer Wohnung nach umfassender Modernisierung gilt keine Mietpreisbremse. Und das dürfte bei fast jeder Modernisierung heutzutage gelten. Und zu guter Letzt liegt die Beweislast für Verstöße bei den Mieterinnen und Mietern. Sie müssen ihre Vermieter rügen und haben auch erst ab dann Anspruch auf Mietsenkung. Das kann nicht funktionieren. Die SPD und Senator Geisel sind wieder im Wahlkampfmodus und kündigen Verbesserungen ihrer eigenen Fehlkonstruktion an. Die vollmundig angekündigte Bundesratsinitiative hat der Senat aber offenbar noch nicht beschlossen. Steht hier die CDU auf der Bremse? Oder ist den SPD-Strategen aufgefallen, dass allein die Auskunftspflicht über die Vormiete ein lächerlich kleines Reparaturpflaster ist? Wir fordern den Senat deshalb heute zu einer weitergehenden Bundesratsinitiative zur Verbesserung der Mietpreisbremse auf und sagen, wenn schon Mietpreisbremse, dann richtig. Wir wollen nicht nur die Vermieter verpflichten, die bisherige Miethöhe und den Mietzeitraum offenzulegen, sondern alle Fakten, die gesetzesrelevant sind, insbesondere Zeitpunkt und Umfang von Modernisierungsmaßnahmen. Wir wollen die Ausnahmen für überteuerte Bestandsmieten, Neubauten und umfassend modernisierte Wohnungen abschaffen. Zumindest ab der zweiten Vermietung muss die Mietpreisbremse auch für Neubauten gelten. Bei Neubaumieten zwischen 9 und 11 Euro entfaltet die Mietpreisbremse zwar keine wirklich große Wirkung, aber sie kann zumindest den Preisanstieg ins Uferlose eindämmen. Des Weiteren schlagen wir folgende Änderungen vor. Die Verletzung der gesetzlichen Vorschriften soll als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden, damit Behörden überhaupt tätig werden und Sanktionen verhängen können. Die Rückzahlungspflicht überhöhter Miete soll von Beginn des Mietverhältnisses an bestehen. Und Mietpreisüberhöhungen müssen nach Wirtschaftsstrafrecht § 5 Mietpreisüberhöhungen wieder verfolgt werden können. Mieterinnen sollen nicht die Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen nachweisen müssen. Und die Überhöhungsgrenze soll auf 15 statt bisher 20% festgelegt werden. Diesen Vorschlag tragen wir hier permanent seit 2012 vor. Seinerzeit Bausenator Müller hatte auch gemeint, ja, ja, da kümmern wir uns drum. Passiert ist bisher gar nichts. Da die Mietpreisbremse nur bei angespannter Wohnungsmarktlage gilt, und die wird in Berlin ja wohl länger so bleiben, ist die Befristung sinnlos. Es muss also hier die dauerhafte Möglichkeit gegeben werden, Mieten zu begrenzen. Der Senat ist angesichts der dramatischen Mietentwicklung in Berlin gut beraten, auf Bundesebene ernsthaft zu intervenieren. Selbst eine so verbesserte Mietpreisbremse bliebe immer noch an den Mietspiegel gekoppelt, der durch das Einfließen sehr hoher und überteuerter Mieten eigentlich ein Mieterhöhungsspiegel ist. DIE LINKE fordert deshalb ohne Wohnwertverbesserung bei Wiedervermietung gar keinen Aufschlag, maximal einen Inflationsausgleich. Denn an der Wohnung hat sich ja nichts geändert. Das wäre die richtige Antwort. Vielen Dank.